Hey Ma, ich bin Kevin. Wir sprechen jetzt ein bisschen über unsere zweite Platte, die heißt Exit. Es gibt da nichts Größeres, als halt mit tollen Musikern zusammenzuspielen. Es gibt Momente, wo man sich absolut einig ist und sich befeuert in dem, was man aussagen möchte. Und es gibt Momente, wo man sich vielleicht nicht einig ist und darüber diskutiert, was ist jetzt die musikalische Aussage. Genau, dieses Aufgreifen finde ich mir auch total genial. Es gibt einen Impuls und der findet sich, wird ein bisschen länger ausgespielt und der findet sich irgendwie noch ein paar Mal wieder und das ist, damit traut man sich ein bisschen mehr raus. Was uns wichtig ist an Musik, die Möglichkeit zu schaffen, aus alltäglichen Strukturen auszusteigen, einmal wegzugehen und dann reflektiert zurückzukommen. Ich finde es ein bisschen wie in so einem neuen Restaurant mit einer offenen Küche, wo halt nur wenig Leute vielleicht reinkommen. Vielleicht schon. So, aber wo du halt den drei, stehen halt nicht, steht nicht einer am Herd, stehen drei am Herd. Und du kannst denen zugucken beim Kochen und die servieren auch immer zwischendurch so Häppchen. Genau, also man ist halt dabei. Das Verlassen von unseren Komfortzonen. Sobald wir als Trio Musik machen, verlassen wir die sowieso und nehmen auch den Zuhörer mit. Das ist einfach genau der Punkt. Für mich macht es den Reiz aus, dass wir drei Freunde sind, dass wir zusammen Musik machen und uns gut kennen. Wir sind halt kein Projekt. Besonders für diese Platte, dass wir einen ganz anderen Sound haben, als Band viel mehr zusammengewachsen sind, viel mehr musikalische Einheit geworden sind und das hört man auch in den Stücken. Das ist genau der Satz, als Pressetext, der mir nicht eingefallen ist. Okay, gut, dass wir diesen Gespräch führen.